Diese Woche geht's bei Quoten mit FM um eine Sendung, die ihren Ursprung im Radio hatte. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen. Es sind fast 30 Grad in Deutschland. Die Sonne lacht uns an und wir lachen zurück. Und ja, gute Frage, wer sonst noch so lacht. Wer ist denn am anderen Ende der Leitung? Ist es Julian? Möglicherweise, aber ich weiß nicht, wo du dieses Wetter hernimmst. Also ich kann dir sagen, in Nordrhein-Westfalen sind keine 30 Grad und ich bin sehr froh darüber. Du bist irgendwo im Süden, ne? Du bist in Bayern, oder? In Bayern, da ist es immer relativ warm. Also wir haben jetzt gerade, also nicht 30, aber es ist 27 Grad, wird mir angezeigt. Ich war vorgestern in Aschaffenburg. Das ist gerade so Bayern, gerade so offensichtlich. Das ist hinter Frankfurt. Und da war es auch schon deutlich wärmer. Also das ist ja offensichtlich so auch so der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt geht's Richtung Süden. Ich bin ja norddeutsches Kind. Ich mag die Hitze gar nicht. Also ich bleibe auf jeden Fall hier und gehe nicht noch tiefer runter. Ja, das kann ich gut verstehen. Was hast du denn in Aschaffenburg gemacht? Das ist ja von mir eigentlich nur ein Katzensprung entfernt. Ja, ich habe Freunde und Bekannte auch über NRW hinaus. Aber ich war auch nur einen Tag da. War aber ganz schön. Das ist ein kleines, die hatten auch eine Kirmes. Oder Kirmes heißt das dann. Ich glaube, es heißt Rummel dort, ne? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Sie sind sprachlich anders bewandert. Das Interessante ist, wenn du in Aschaffenburg wohnst und nicht so gut in der Schule bist, dann schicken dich deine Eltern nach Frankfurt auf die Schule, also nach Hanau zum Beispiel, aufs Gymnasium. Ansonsten kannst du in Aschaffenburg aufs Gymnasium gehen. Ah, okay. Ja. Also ich kannte die Stadt vorher gar nicht und ich fand es aber ganz nett. Die haben auch ein kleines Schloss. Schöne und Stadt. So weiter. Ist jetzt für so einen Medienpodcast nicht das beste Thema, aber wer da gerade da ist, herzliche Grüße. Ne? Genau. Aschaffenburg und, am Main. Ja, der schöne, schöne Main. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir sprechen heute über zwei Sendungen, die Sat.1 gestartet hat. Mhm. Und Sat.1 war wahnsinnig genug und hat eigentlich im Juni eine Sendung in Auftrag gegeben. Let the Music Play, was nichts anderes ist als eine neue Version von Name the Tune. Oder auch Hast du Töne, was mal Matthias Obtenhövel für Vox moderiert hat. Lange, lange her. Ja, zwischen 1999 und 2001. Genau. Und jetzt ist es eben zurück. Und schon mal eigentlich Wahnsinn, dass man das mitten im Hochsommer in der Ferienzeit auf Sendung schickt. Ja, und auch so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ich habe das nur so ganz am Rande mitbekommen. Ja, aber Sat.1 ist ja Ausschluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Ja. Leider schon, ja. Das war auch in den 90ern anders. Wir hatten ja irgendwie letztes Jahr, war das, ne, wo wir über diese Sendung mit Five Golden Rings oder wie hieß das noch, gesprochen Richtig, haben. Richtig, genau, ja. Das ist jetzt quasi so ein bisschen der Nachfolger dafür, ne? Gute Frage. Ich würde sagen, nein, aber da kommen wir dann im Verlauf der Sendung. Mhm. Ich muss nämlich einfach mal sagen, mir hat die Sendung, und das sage ich selten über eine Sat.1-Show, richtig gut gefallen. Ja, ich habe wirklich schön. Zwei, drei Folgen angeguckt. Ich habe das Haar in der Suppe gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Ah, okay. Ich habe es auch versucht, das Haar in der Suppe zu finden. Und ich habe ein ganz, ganz, ganz kleines Haar aber nur. So ein ganz feines Haar, nicht mehr echt Haar. Und zwar der Moderator. Ich mag ihn ja eigentlich, aber er ist ein bisschen affektiert. Also dieses Rumgetanze und Rumgegroove, das ist mir ein bisschen zu viel. Siehst du, das sehe ich ganz anders. Das ist ja der Höhle der Löwen-Moderator. Mhm. Wie heißt er noch gerade? Amis Abdu, irgendwie so. Amis Abdu. Genau. Der früher auch prominent moderiert hat. Aber jetzt ist er über seine Rolle hinausgewachsen, irgendwelche Sachen in Zweitverwertung von Exklusiv bei Vox anzumoderieren. Stimmt. Ja, das waren Zeiten, als die Hauptnachrichten von Vox noch prominent waren. Wie hieß noch diese eigentliche Moderatorin von prominent? Boah, gute Frage. Konstanze Rick. War das so? Ich glaube ja. Das sind diese Namen, diese, wo man immer nicht so richtig weiß, wer ist das eigentlich, die man aber trotzdem kennt. Das ist bei ihm nicht so. Bei ihm kennt man das Gesicht, aber den Namen nicht so stark. Ne? Richtig.
der kleine Rassismus ist in uns doch. Wieso? Also, ist ja ganz klar wiedererkennbar. Aber diese, ich mag ihn auch, nur dieses bei jedem Lied. Also er lässt ja überhaupt nicht durchblicken, welche Musik er jetzt wirklich favorisiert, weil er geht ja einfach bei jedem Lied ab. Und dann, und das finde ich auch interessant, er tanzt auch so ein bisschen auf die Kandidaten drauf zu. Also er groovt quasi mit den Kandidaten mit und tut dann so, als wenn die da alle gerade voll am Metteln wären. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also du magst ja vielleicht das als sympathisch und locker empfinden, aber ich empfinde das als künstlich und eben nicht locker. Okay, dann komme ich mal zu meinem größten Kritikpunkt und ich glaube, das ist auch schon das, was du eigentlich sagst. Die Sendung ist nicht für 19 Uhr gemacht, sondern es wäre eigentlich so eine Freitagabend 20.15 Uhr Sendung. Ja, genau. Ja, und es ist eigentlich auch ein bisschen zu lang, wenn man das jetzt jeden Tag gucken wollte, oder? Ja, es ist auch, man muss sagen, es ist anstrengend. Aber es ist interessant. Das ist wirklich eine Sendung, wo du, also ich bin 33 Jahre alt, ich weiß nicht jeden Echt? Song, aber ich habe so meine Probleme mit manchen Songs und bei manchen denke ich mir, wow, was? Also es gibt Leute, die wirklich sich mit Musik auskennen, zum Beispiel Olli Schulz kennt man, der ja auch reden kann, wirklich stundenlang über Musik im Podcast oder an anderer Stelle. Und ich kenne die Songs früher von den wilden Disco-Jahren in Clubs und Bars, aber jetzt so wirklich, dass ich mich hinsetze und dann sage ich mache jetzt irgendwie die 80er-Playlist an oder habe da 80er-Songs rausgesucht oder kann da großartig Geschichten erzählen. Würde mich auch schwer tun, dann die Namen dazu herauszufinden. Und wo ich auch denke, also mein Kosmos, was sowas angeht, auch gerade wenn man die Titel, Namen erraten soll, wäre relativ schnell ausgeschöpft. Also ich könnte da dann wahrscheinlich keine Staffeln von Kandidat sein. Ja, aber es macht unfassbar viel Spaß, es wirklich aufmerksam anzugucken. Die Spiele sind gut. Und also es ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, eine schöne Sendung. Und du musst natürlich auch noch erwähnen, dass ein Teil der Stefan Raab Band auch dabei ist. Dazu wollte ich gleich kommen, genau. Ah ja, okay, gut, ja genau. Das hat mich natürlich auch gefreut, weil immer wenn man diese einzelnen Leute da wieder sieht, dann weiß man, dass das auf jeden Fall musikalisch Qualität hat. Wolfgang irgendwas ist es, glaube ich. Und vor allem die Studioband Wolf and the Gang und die zwei Sänger, wie heißen die? Oh Gott, das weiß ich nicht. Aber der Wolfgang, der hat auch schon bei Stefan Raab damals immer da an den Tasten gesessen, immer rechts in der Ecke. Und ich glaube, der ist auch ein sehr bekannter Musiker. Den haben sie irgendwie wieder ausgegraben. Ich frage mich immer, was... Ach, über dieses Wort ausgegraben. Ich glaube, den brauchen sie nicht ausgraben. Der wurde angefragt und nicht ausgegraben. Okay. Ja, und bei Promi Big Brother, da kannst du zum Beispiel sagen, wo haben sie die Leute denn wieder ausgegraben? Also zum Beispiel diese Lottofee. Ja, okay, aber... Ja, weil man kann 10.000 Euro gewinnen, aber ich finde auch in dieser Sendung, im Gegensatz zu vielen anderen Shows, die jetzt halt eins ausprobiert hat, finde ich den Gewinn auch gar nicht so schlimm, weil es geht in dieser Sendung gar nicht darum, um viel Geld zu gewinnen, sondern es geht eigentlich für mich persönlich als Zuschauer darum, dass man viel Spaß hat. Ja. Und das muss ich halt einfach wirklich sagen, ist dort gegeben. Das überträgt sich. Also ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden, nur weil ich das ein bisschen affektiert halte. Generell kann man das wunderbar auch nebenbei laufen lassen. Also das ist eine Sendung, die man ganz hervorragend in den Alltag, gerade in den Homeoffice-Alltag integrieren kann. Unglaublich gut. Ja, oder wie ich einfach sage, Freitagabend 20.15 Uhr, danach eine Folge von Genial daneben oder so. Nein, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sendung, muss man einfach sagen. Und es macht, finde ich persönlich, Spaß, sie anzugucken. Aber wie du schon sagst, für 19 Uhr wird er oder ist die zu hektisch. Da habe ich dann doch lieber das perfekte Dinner oder ich lese ein Buch. Und ich finde es auch ein bisschen lang. Also für jeden Tag, ich weiß nicht, wie lange sich das halten kann. Weiß man, wie viele Folgen da angedacht sind für den Beginn? Das finde ich immer so ein bisschen desillusionierend. Früher, als ich Kind war, wenn da irgendeine neue Sendung gelaufen ist, dann wusste man das nicht. Da wusste man nicht, okay, da gibt es zwei Staffeln von und eine ist schon produziert, sondern da war das immer quasi unendlich. Und heute weißt du ja quasi immer schon, wie viele Folgen von irgendwas produziert wurden. Das nimmt mir immer so ein bisschen den Zauber. Das stimmt. Bisschen. Noch schlimmer wäre es, wenn man es alles auf einmal abrufen könnte. Ja, aber vor allem, was man früher nicht wusste, weil wir halt einfach auch zu jung waren oder weil wir natürlich auch ein Leben hatten und auch heute noch haben, aber früher war halt Homeoffice jetzt nicht so eben das. Und das ist mir schon oft aufgefallen bei Recherche von verschiedenen TV-Sendungen. So viele Folgen werden da gar nicht produziert. Also da wird auch sehr viel wiederholt am Nachmittag.
Bloß, das kennt man ja auch noch von früher. Man hat ja gar nicht gemerkt, wann man eine Wiederholung geschaut hat oder wann nicht. Es lief ja einfach immer alles. Also ja. Bestes Beispiel ist die Dinos, falls du das noch kennst. Da habe ich nie gecheckt, wie viele Folgen das sind. Ich dachte, das wären Tausende, aber es sind nur 60 oder so. Ja, aber selbst so Arabella oder Andreas Türk und was es nicht alles gibt. Ja, da hast du auch nie gemerkt, ob es eine Wiederholung war oder nicht. Bei Talkshows sowieso nicht. Hast du ja, heute steht neue Folge da. Ich weiß tatsächlich auch bei First Dates nicht, ob das jetzt eine neue Folge ist. Und ganz krass fand ich es ja bei Sat.1. Ah, wie hieß denn die Sendung, die noch vor wenigen Wochen auf dem Sendeplatz lief? Welchem? Rolling. Ach so, das war das mit Ross Anthony, das habe ich nicht geguckt. Genau, 30 Folgen bestellt, 15 gleich wiederholt. Also noch weniger Mühe kann man sich nicht geben. Aber du bist großer Fan von First Dates, oder? Hast du irgendwie schon mal erwähnt. Okay, vielleicht sprechen wir da nochmal separat drüber. Dann hole ich noch einen Stargast dazu. Einer meiner Freunde war da mal, hat da mitgemacht. Ja, können wir gerne machen. Da redet da immer wieder gern drüber. Vielleicht können wir ihn mal ausquetschen. Naja. Gerne, gerne. Ja, aber wie gesagt, es ist eine schöne Sendung, Let the Music Play. Manche Spiele habe ich am Anfang nicht verstanden. Es geht, wie gesagt, um Musik. Man muss sich oder muss da halt ein bisschen was wissen. Mhm. Ich habe so aber die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das wurde im Studio gedreht, wo auch Wer stellt mir die Show gedreht wurde. Mhm, kann sein, kann sein. Ein bisschen also Publikum hätte auch so einer Sendung gut, oder? Also das ist irgendwie, also ich bin ja der Letzte, der irgendwie so ein Klatschvieh da sehen mag, aber gerade bei sowas ein bisschen mehr Atmosphäre, es ist immer sehr steril. Da muss ich dir widersprechen. Also okay. Dadurch, dass ich das immer schlimm finde, dass gerade so deutschen Sendungen die Leute immer falsch klatschen, sondern also sie klatschen immer auf 1 und 3, obwohl es natürlich sinnvoll wäre, wenn sie auf 2 und 4 klatschen würden. Du meinst, die sind nicht rhythmisch genug, ja, sind nicht im Takt. Genau. So wie meine Oma, die immer so daneben geklatscht hat. Ja. Das ist so ein generelles Problem der Deutschen, dass auf 1 und 3 geklatscht wird. Mhm. Ja, kann sein. Die Deutschen, die klatschen aber sowieso bei jedem Lied immer gleich. Das ist vollkommen egal, was das für ein Beat ist. Das ist immer der gleiche Takt. Ja, liegt vielleicht auch daran, und das ist auch so ein Geheimnis, was man mal lüften kann. Universal Music hat fast mit allen Produktionsfirmen immer gute Verträge. Das heißt, da laufen halt meist die Songs von Universal Music. Das hat dann auch zum Beispiel bei Deutschland sucht den Superstar den bizarren Hintergrund, dass irgendwie die neue Single von einem US-Superstar eingesungen wird, die einfach kein Mensch kennt, aber die das halt nehmen müssen. Ja, ja. Ja, das kann sein. Was ich hier noch sagen wollte zu den Spielen, was ich interessant fand jetzt beim Anschauen von zwei Folgen, die haben ja auch so eine Kategorie dabei, wo man quasi selber so ein bisschen so wie bei den klassischen Quizshows sich aussucht, die Frage nehme ich, diese Kategorie. Und bei manchen Kategorien kann man schon erahnen, welches Lied gleich gespielt wird. Und da hatte ich jetzt auch eine Folge geguckt, wo so ein Kandidat mehrfach direkt gedrückt hat, weil er schon einfach anhand der Beschreibung wusste, was gleich für ein Lied kommt. Das fand ich sehr witzig. Genau, es gab ja dann zum Beispiel, gibt es dann auch dieses irgendwie, ich suche mir was aus oder da steht dann irgendwas da und dann sagt, wie viel Takte will ich hören? Und dann weiß man halt immer, und das ist halt irgendwo schade, dann sagt der eine 9 Takte und der nächste kommt, oh, 1 Takt. Und dann weiß man ganz genau, der weiß es. Und trotzdem muss man sagen. Also ich könnte leider nicht mitmachen, weil ich immer nicht weiß, wie die ganzen Lieder heißen. Das ist halt mir auch aufgefallen. Also du kannst vieles mitsingen, aber wir beide könnten da wirklich nicht gut gewinnen. Vielleicht im Fernsehquiz irgendwann mal. Müsste es vielleicht mal irgendwann geben. Ja, so gab es doch mal hier, wie hieß das noch bei NDR? Wer hat's gesehen? Kennst du es noch? Das TV-Kult-Quiz mit Eva Herrmann früher. Nee. Das gab es doch mal eine Zeit lang. Echt? Das war auch so. Ja, da haben sie auch so alte Fernsehausschnitte gezeigt. Dann musste man raten, was das ist. Sonst lief schon eine ganze Zeit lang. Aber da merkt man auch wieder das Regionale. Das lief wahrscheinlich nur am NDR, glaube ich. Das kann sein. Das stimmt. Ja, ich meine, wir haben das jetzt kurz und bündig besprochen. Es ist ja noch was anderes gestartet. Und ich muss sagen, von dieser Sendung habe ich mir 10 Minuten angeguckt. Dann fand ich sie dramaturgisch. Dann kannst du auch nicht darüber reden. Dann fand ich sie dramaturgisch so schlimm, dass ich sie abschalten musste. Ja, genau, weil man nach 10 Minuten natürlich auch sofort weiß, was das ganze Produkt ist. Also bei Promi Big Brother ist es so, davon reden wir nämlich, liebe ZuhörerInnen, davon sprechen wir, dass
muss man leben. Das kann man nicht nebenbei gucken, sondern das muss man leben. Man muss mit den Kandidaten zusammenleben, jeden Abend wie ein Event, wie einen Kindergeburtstag betrachten und eine Emotion aufbauen zu den Leuten, dann macht es Spaß. Und diese Promi Big Brother Staffel hat mich auch schon wieder gekriegt. Ich bin da voll drin. Hast du irgendeine Frage zum Beispiel? Hat dich Jörg Dreger, hat der dich denn nicht abgeholt? Den habe ich dann noch gar nicht gesehen, ehe ich abgeschalten habe. Ich habe wirklich nur 10 Minuten durchgehalten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage dich lieber, wie hat sich Jörg Dreger gehalten und unglaublich ist bei ihm schon unglaublich gut. Also der macht wirklich einen unglaublich guten Eindruck. Er ist sehr fit, er ist sehr eloquent. Er steht immer so über den Dingen eigentlich auch. Also er nimmt das Ganze auch nicht so wichtig und hilft den Leuten, kann aber auch. Es gab auch schon so eine Streiteskalation, da ist er dann dazwischen gegangen und hat dann auch seine Meinung gesagt und die auch respektiert wurde. Also er verkauft sich da sehr, sehr gut. Zum Glück. Hätte auch schief gehen können. Also bislang macht Jörg Dreger eine der besten Figuren in dieser ganzen Sache, weil er einfach auch da wirklich, er lebt da ja nicht davon. Er muss das ja nicht machen und strahlt aber eine große Ruhe aus, ist aber in keiner Weise langweilig, wie damals Harry Weinfurt im Dschungel oder so. Jörg Dreger ist voll dabei, passt da hervorragend rein und macht eine gute Figur. Klar, der hat ja auch Millionen von seiner Sendung, wo du zu Gast war, bekommen. Genau, der hat sich ja gesund gestoßen damals schon. Also der hätte ich aber nicht gedacht. Ich hatte ja gedacht, dass Jörg Dreger das so ein bisschen, dass er das so braucht für sein Ego oder so. Das lässt er jetzt hier nicht so raushängen. Also ich muss sagen, der verkauft sich wirklich, wirklich gut. Und er hat auch, als er eingezogen ist, von Sat.1 sehr viel Sendezeit bekommen. Durfte noch mit jemandem aus dem Publikum geh aufs Ganze zocken und so. Also er wurde da schon so ein bisschen als allerletzter ist er eingezogen am ersten Tag. Und er wurde da so ein bisschen als der Stargast dann auch verkauft, was ihm wahrscheinlich auch gut getan hat. Und das lohnt sich auch. Der Typ hat es einfach noch drauf, muss man sagen. Ja, guckst du eigentlich auch die Late-Night-Show? Nicht so richtig gerne. Immer nur, wenn, ich gucke kurz, wer ist da zu Gast. Und das Einzige, was ich bei der Late-Night-Show mag, ist, dass sie da auch noch ein bisschen länger mal so ins Haus schalten und einfach mal so machen lassen. Das finde ich bei Big Brother immer sehr schön, dass man nicht nur so viel Vorgefertigtes bekommt, sondern einfach auch mal so ein bisschen Live-Eindrücke hat. Das machen sie in der Late-Night-Show gerne, aber ich mag diese Art der Moderation nicht so. Das ist eher so Lästerfernsehen. Und Jochen Bendel hat die Ruckzuck damals gemacht. Ich weiß, der ist auch eine Gameshow-Legende, aber die heutige Version von ihm finde ich ein bisschen anstrengend. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich guck's ab und zu noch mal so rein und skipp so durch am nächsten Tag. Ja, ich will nichts verpassen. Das ist natürlich auch wichtig. Ich will auch nichts verpassen. Aber es sind ja 4 Stunden Sendezeit. Genau. Das ist ja das Schöne bei Big Brother, dass die wirklich sehr viel zeigen. Und das ist, es ist schwierig, weil du ja gar keinen Bezug dazu hast, aber ich bin doch sehr stark davon überzeugt, dass viele Leute, wenn sie sich einmal mit Big Brother beschäftigen, zum Schluss kommen, dass der Dschungel nichts dagegen ist und dass Big Brother viel härter und viel, 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 viel aufregender und abwechslungsreicher ist als das Dschungelcamp. Ja. Aber auch beim Dschungelcamp, muss ich sagen, gebe ich nach einer Runde oder nach einer Woche immer ein bisschen auf. Weil RTL da einfach inzwischen zu viel Material sendet. Ich kann nicht 2 Wochen jeden Tag 2 Stunden Dschungel. Ja, das ist eben auch eine Entscheidung. Deswegen, also ich nehme das dann an. Bei Promi Big Brother weiß ich, dass ich die 3 Wochen im Jahr dann auch mich sehr stark damit beschäftige. Und auch wenn ich das nicht schaffe, am Abend zu gucken, nächsten Tag auf jeden Fall morgens hinterher. Also das ist dann auch so der Deal. Das geht bei solchen Sendungen, das geht nur ganz oder gar nicht. Und wenn du sagst, das ist mir zu viel Zeit, dann bringt Zeit nichts. Deswegen habe ich ja irgendwann aufgehört mit Daily Soaps gucken. Nicht, weil ich sage, das ist scheiß Fernsehen. Im Gegenteil, ich bin dafür empfänglich. Aber das ist mir zu viel und zu lang und so. Und ich gucke keine Soaps mehr oder irgendwelche laufenden Serien, die irgendwie endlos lang gehen. Aber hier so ein Event, so ein Sommer-Event, 3 Wochen Big Brother, nehme ich immer mit. Das ist auch jedes Jahr bisher toll gewesen. Findest du eigentlich die normale Version besser oder die Promi-Version? Die Promi-Version, tatsächlich inzwischen. Früher hätte ich immer gesagt, die normale Version, aber weil es ein Event ist, das ist das Normale, es ist sehr langatmig. Und da muss man wirklich auch wirklich sehr, sehr mitleben. Es gab ja letztes Jahr eine bei Sat.1, die habe ich zum Beispiel gar nicht erst angeguckt, eben weil ich da auch gesagt habe, das ist mir zu viel. An sich bin ich ja Big Brother-Fan. Aber davor die Staffeln hatte ich schon geschaut. Aber ich finde die Promi-Version deutlich besser. Übrigens ist David Hasselhoff aufgetreten bei der Eröffnungsshow. Ja, genau. Und deswegen fand ich das schon furchtbar. Genau. Da möchte ich auch an alle Voyeure da draußen mal sagen, guckt euch diese Eröffnungsshow nochmal an, wo David Hasselhoff auftritt, weil das ist wirklich eine Katastrophe. Also der ist aufgetreten, du wusstest gar nicht, steht der überhaupt noch neben sich oder ist er voll da? Dann singt er da sein Lied, dieses Coverlied, das
Passenger, dass das Titellied ist, das passt auch ganz gut, finde ich, zu Big Brother. Aber er als Performer wirklich ein Schatten seiner selbst. Ne? Du darfst nicht sehen, wie deine Idole so langsam dahin siechen. Und bei David Hasselhoff ist das eine ganz, ganz große Katastrophe gewesen. Er hat auch irgendwie so Texttafeln noch gehabt, hatte ich später noch gesehen im Internet. Also er konnte sich seinen eigenen Text nicht merken und guckte auch irgendwie so glasig durch die Kamera durch. Ganz, ganz furchtbar. Es tat mir ein bisschen leid. Ja, ein Verwandter von meiner Familie war oder ist großer Michael Jackson-Fan. Und er hat einfach nach seinem Tod, hat er sich damit nicht mehr befasst und hat auch die Dokus nicht angeguckt und liest keinen Artikel dazu, weil er einfach sagt, das war mein Idol früher. Ja, 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 kann ich verstehen. Und ich gucke da gar nichts. Und ja, muss damit leben. Ja. Ja, das ist ja oft so. Also ich bin ja immer ja anders. Ich wollte ja immer hinter alle Kulissen gucken und alle Leute kennenlernen, aber das desillusioniert natürlich auch. Aber es ist ja noch was anderes, wenn du jemanden toll findest und dann merkst, privat passt der eigentlich gar nicht zu dir. Oder wenn du siehst, dass dein Lieblingsstar immer noch auftritt, aber offensichtlich nicht mehr in der Lage dazu ist. Das ist ja auch nochmal ganz, ganz schwierig. Also das ist bei David Hasselhoff war es ein bisschen unangenehm. Also es war, also wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die ersten 10 Minuten geguckt, da würde ich auch sagen, ja, das war mir auch noch ein bisschen unangenehm. Auch ich bin ja Big Brother Fan und ich mag das ja gerne gucken, aber irgendwie so, das war ein bisschen cringe, wie man heutzutage sagt. Ne? Das war cringe. Ja. Da muss ich dich auch mal fragen, weil du jetzt so viel geguckt hast, wie schlägt sich denn unsere Daniela Büchner, die ich letztens schon wieder bei was war das? Goodbye Deutschland angeguckt habe. Ja, genau. Also guck mal, es ist ja quasi bei Promi Big Brother, das ist ja das Tolle, für jeden was dabei. Wie bei Wetten, dass? Es gibt für jedes Interesse und für jedes Alter gibt es irgendjemanden, weswegen man einschalten könnte. Und das wäre jetzt bei dir zum Beispiel als Goodbye Deutschland-Fan, wäre das womöglicherweise Daniela Büchner. Nun, ich kannte sie nicht so richtig. Ich habe tatsächlich vorher nie ein Format mit ihr geguckt. Die war ja schon im Dschungel, ist die Ex-Frau von Jens Büchner und hatte irgendwas mit Ernesto Monte. Das weiß ich jetzt alles, aber ich kann das nicht so richtig einordnen. Ich habe sie jetzt hier zum ersten Mal kennengelernt und ich finde sie unglaublich anstrengend und unangenehm. Also das ist offensichtlich aber auch ihr Persönlichkeitstyp. Ich weiß gar nicht, warum man die immer wieder einlädt. Die ist wirklich, die hat auch nicht so was Unterhaltsames wie Claudia Obert oder so. Diese Daniela Büchner, die ist einfach unangenehm. So in ihrer Aura. Ja, es gibt halt leider doch einige Fans, die von Jens Büchner auf Daniela Büchner umgeswitcht sind. Und ich habe am Montag gesehen, ja, weil sie vielleicht noch irgendwie daran festhält. Und bei Goodbye Deutschland redet sie ja auch ständig eigentlich nur von ihrem Jens und zeigt die Urne. Und ich habe dann auch in dieser Folge habe ich dann auch festgestellt, warum es zum Beispiel gut ist, dass wir in Deutschland beispielsweise Urnen bestatten lassen müssen. Weil ich glaube, ich kann es aus persönlicher Sicht sagen, meine Mutter ist vor vielen Jahren verstorben. Die wollte damals eingeäschert werden. Und ich bin froh, gar nicht so eine Urne zu Hause zu haben. Und dann musst du umziehen, beschäftigst dich immer damit. Ja, das sind einfach so Punkte, wo ich mir, also kann ich aus persönlicher Sicht sagen, wirklich. Sehe ich auch so. Also da hätte ich jetzt auch einige in der Familie, wenn ich jetzt mir vorstelle, die stehen hier im Schrank. Das sehe ich so wie du. Jetzt mal eine Frage, weil ich halt die Daniela Büchner halt vorher wirklich nicht kannte. Ich auch den Jens Büchner weder auf Mallorca noch beim Umzug erlebt habe. War denn sie schon vor dem Tod von Jens auch bereits so eine Art Z-Promi, dass sie auch unabhängig von ihm irgendwo aufgetreten ist? Oder ist sie erst nach seinem Tod, hat sie gesagt, so jetzt mache ich das weiter? Wie ist das da? Also sie war lange Zeit bei Goodbye Deutschland, eben da hat sie ihn kennengelernt, da war Jens Büchner in ihrer Heimatstadt, ich glaube Düsseldorf. Mhm. Die Frau hat auch viel durchgemacht, wenn man mal so ihre Ja, absolut, Wikipedia, das glaube ich. Aber ich glaube, viele Leute haben viel durchgemacht, deswegen, ja, das Sommerhaus der Stars war sie damals zusammen mit Jens noch, ehe er dann ein Jahr später verstorben ist. Und dann eben... Ah, okay, das haben sie noch zusammen gemacht. Mhm. Genau, und dann ist sie eben durchgestartet mit Ich bin ein Star. Dann, das hat sie angeblich auch nur gemacht, damit sie zu Let's Dance gehen kann. Und jetzt eben Promi Big Brother. Und ich glaube aber auch bei ihr, warum sie so durchstartet, ja, sie macht ja eigentlich auch nichts bei Goodbye Deutschland. Und man fragt sich immer, wie kann sich so eine Frau so viel leisten, auch so eine große Villa eigentlich auf Mallorca, die wird ja auch, ich denke jetzt mal, zwischen 3.000 und 5.000 Euro kosten, dann musst du dann noch deine Kinder verpflegen. Also die hat ja mit Sicherheit irgendwelche Ausgaben von 7.000, 8.000 Euro.
da musst du, glaube ich, auch bereit sein, wirklich alles zu zeigen. Und wie gesagt, es wird der Tod von Jens Büchner wird bei Vox so dermaßen ausgeschlachtet. Immer noch, ja. Also jede Szene und dann wird die Fenetarier geschlossen und dann heidenei. Und natürlich ja, okay. die Sommerhausgewinner, die haben jetzt auch letztens ihr Lokal verpachtet und das wurde auch ausgeschlachtet. Es ist zurzeit sind so die. Also die tatsächlich echt in der letzten Folge hat sie erst wieder den Satz, hat sie sich mit irgendjemandem aus dem Promi Big Brother Haus gestritten und hat sie gesagt, ja, und mein Mann ist tot. Also das benutzt, das ist immer so, fühle mich nicht gut, wenn ich sage, das benutzt sie noch immer so, aber also dadurch, dass sie mir halt vorher, bevor Jens Büchner gestorben ist, mir halt überhaupt nicht bewusst war, dass es sie überhaupt gibt. Und damals auch, als sie in den Dschungel ging, waren ja auch viele Pressestimmen, die gesagt haben, jetzt kaum ist er tot, schon macht sie das und will jetzt ins Fernsehen kommen oder will jetzt das alleine weitermachen. Und sie sagt dann ja irgendwie, ja, zu Ehren ihres Mannes geht sie in den Dschungel. Und das sind natürlich alles so Sachen, wo man denkt, ja, es hat immer so einen Beigeschmack. Dennoch glaube ich ihr schon, dass sie sehr traurig ist. Aber ich finde sie halt auch als Person, das ist halt eine schwierige Situation. Einmal finde ich das sehr schwierig, dass sie, kaum ist ihr Mann tot, noch mehr in den Medien ist als vorher, ja, dass das überall quasi Thema ist, finde ich schwierig, finde privat ist privat auch so und dazu ist sie aber auch noch sehr unangenehm und unsympathisch für mich. Ja, das und da kann ich jetzt nicht so recht mit dealen mit ihr. Das Problem ist vielleicht auch, wenn du, also ich weiß es nicht, wie es hinter den Kulissen ist, aber bei Goodbye Deutschland sieht man sie nicht normal arbeiten und ich habe so generell bei einigen immer so das Gefühl bei Goodbye Deutschland, die machen nichts außer halt für die Kamera da zu sein und ich glaube, wenn du den ganzen Tag zu Hause mit deinen Kindern bist, zwei sind auch noch vor Jens Büchner, dann hast du noch deinen toten Mann im Schrank und zeigst ständig in irgendwelche Kameras irgendwelche Bilder, wie toll es damals war. Ja, wie willst du denn so einen Tod verarbeiten? Und dann hockst du immer in irgendwelchen Sendungen und redest darüber. Ja, eben, und das ist irgendwie, also es hätte ihr für mich besser gestanden, ein paar Jahre Trauer zu tragen und dann nochmal, also vielleicht hat sie auch Freude daran, hat Bock darauf, aber sie wirkt auf mich jetzt bei Promi Big Brother auch nicht so, als wenn sie Lust hat, damit zu machen. Sie ist einfach genervt, gestresst und unangenehm und deswegen ist das für mich nicht so ganz greifbar. Macht sie das jetzt weiter, weil sie so Bock hat, in den Medien zu sein oder braucht sie das Geld, aber sie hat auch keine Freude daran. Und wenn sie so ähnlich, wie sie hier ist, im Dschungel war, puh, also ich finde sie schon sehr anstrengend. Und Melanie Müller beispielsweise ist das Gegenteil. Da habe ich gedacht, die wird ganz furchtbar, aber die mag ich eigentlich ganz gerne. Aber das ist ja auch davon lebt natürlich auch so eine Sendung. Wenn ich jemanden mag, musst du ihn ja nicht trotzdem auch mögen. Und dann kann man ja so ein bisschen sich an den Leuten reiben. Ne? Das ist ja richtig. Und zum Beispiel also, haben sie jetzt ganz aktuell eingezogen. Man muss ja auch mal sagen, sorry. Ganz kurz, man muss ja auch mal sagen, die gute Frau hatte ja vor 12 Jahren schon mal ihren ersten Mann verloren, mit dem sie 3 Kinder hatte. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Das ist mir nicht so bekannt, aber das spricht dann wieder für sie, dass sie das nicht die ganze Zeit alles überall erwähnt. Aber ich muss sagen, wenn du jetzt sagst, du bist kein Big Brother Fan, dann gebe ich dir jetzt eine Steilvorlage, weil das so viel Ehrlichkeit muss natürlich auch sein. Sie haben bei Promi Big Brother jetzt etwas geschafft, was andere Reality-Shows bisher nicht geschafft haben. Sie haben das Bekanntheitslevel ganz, 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 ganz unten eingesetzt. Und zwar ist jetzt vorgestern, jetzt heute ist für uns jetzt ja Freitag, also vorgestern am Mittwoch, ist eine Dame eingezogen, die ist Profi-Anglerin. So, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber es ist jetzt eine Anglerin eingezogen. Barbara Babs-Kiewski. Genau, bei Promi Big Brother ist jetzt eine Anglerin eingezogen, eine Profi-Anglerin, eine Star-Anglerin. Das heißt, da kann man jetzt schon sagen, jetzt sind wir im Sumpf angekommen. Ja. Also jetzt ist nicht mehr viel zu holen. Da sind ja die Influencer und alle möglichen Leute ja weit drüber über eine Anglerin. Jetzt, da muss ich leider sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht von der Promi-Dichte. Ist dieses Jahr wirklich dünn wie nie. Aber das ist egal. Dafür ist es Promi Big Brother. Jeder Abend ist eine Wundertüte. Jeder Abend kann anders laufen. Es können Leute rauskommen, rein. Alles ist möglich. Also bei Promi Big Brother ist im Vergleich zum Dschungel schon deutlich abwechslungsreicher. Und deswegen stehe ich da ein bisschen hinter. Und ich mag auch das Event, dass sie jeden Abend da Publikum haben und eine Live-Show anbieten. Ich mag halt das gern so mitfiebern. Ja. Haben wir nicht gesagt, dass da irgendwie noch die Tochter von Willi Herrn dabei wäre? Oder? Nee, das ist hier bei Kampf der Reality Stars. Stimmt. Die Tochter von Willi Herrn war letztes Jahr bei Promi Big Brother für 2 Tage. Ah, so war genau. Das. Ja. Ja.
Da zum Beispiel, gutes Gegenbeispiel, dieser Jasmin-Herrin, man weiß natürlich jetzt nicht, wie es in den nächsten Jahren ist, aber aktuell muss ich sagen, macht sie das mit der Trauer und der gleichzeitigen Öffentlichkeitsarbeit sehr gut, finde ich. Sie versteckt sich nicht komplett, aber man merkt ihr schon deutlich an, dass es ihr sehr, sehr, sehr schlecht geht. Und das finde ich bei ihr jetzt aktuell ganz gut gelöst. Wenn sie jetzt natürlich nächstes Jahr einen Sommerhit hat und dann mit Ernesto Monte Rumschlag hat, dann ist die Sache auch wieder anders. Aber das finde ich ein gutes Gegenbeispiel. Ernesto, was macht eigentlich Ernesto Monte? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich ist. Der hat auch irgendwas mit einer Penisvergrößerung oder Verkleinerung. Ich habe das nicht richtig verstanden. Ganz unangenehmer Typ offensichtlich. Ich möchte einmal gegoogelt. Ich möchte nichts von irgendwelchen Menschen unterhalb des Bauchnabels wissen. Ja, eben. Hast du dir nicht mal überlegt, für diesen Podcast auch mal so prominente Gäste einzuladen? Zum Beispiel Ernesto Monte, wollen wir den nicht mal einladen? Dann kannst du den hier mal ausfragen. Das wäre doch auch mal ein ganz neues Gebiet für dich. Ja, zum einen, aber zum anderen denke ich mir... Oder Goodbye Deutschland. Du kannst ja irgendwelche Auswanderer einladen. Quotenmeter ist doch ein bekannter Name, die sagen doch bestimmt zu. Ja, aber die Frage, will man das dann immer? Und dann muss man sich auch zeitlich an die richten und man kann dann nicht mehr irgendwie mit doppeltem Boden hier ein bisschen spielen. Ja, das stimmt. Ja, ich könnte ja mal die Frau Kiewski fragen. Die Anglerin, ja genau, die hat bestimmt Zeit. Ja, und da kann ich dir sagen, die hat sicherlich noch nicht so viele Interviews gegeben in ihrem Leben. Jedenfalls nicht, wenn es nicht um irgendwelche dicken Fische geht. Aber wie kommt man dabei, wirklich jetzt eine Profi-Anglerin zu holen? Ja, das ist halt absurd. Da muss ich auch sagen, ich stehe ja hinter Promi Big Brother, aber da habe ich auch. Und was mir auch ein bisschen, das ist ja auch wichtig, wenn man für etwas Fan ist, dann muss man ja auch ein bisschen realistisch sein und die schlechten Seiten auch bemerken zumindest. Auch die Spiele. Die Spiele, die sie bisher gespielt haben, die haben alle 1,50 gekostet vom Teddy. Also die haben, da wäre noch ein bisschen mehr möglich. Aber geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Spaß macht es auf jeden Fall, es gibt viel Stress, Jörg Dreger verkauft sich super, die Kandidatenauswahl ist in sich auch recht stimmig und ja, mir macht das nicht unbedingt was aus, wenn ich die nicht alle kenne, aber eine Profi-Anglerin, weil normalerweise könnte man sagen, gut, ich kenne die halt nicht, ja, da ist jetzt so eine Influencerin rein mit 600.000 Abonnenten, klar, die kennen viele, ich sie halt nicht, deswegen sage ich ja nicht, sie ist nicht bekannt, aber eine Profi-Anglerin, da muss ich sagen, also da können wir uns doch alle einigen, die ist unbekannt, oder? Naja, gut, egal. Ja gut, wenn halt die RTL-Gruppe irgendwie inzwischen 40 Prominente pro Jahr verpflichtet für seine ganze Sendung, ja. Das ist so. Schon ganz, ganz schwierig. Daniel Greibig ist ja schon wieder raus, der Astro-TV-Moderator. Der ist wieder raus, glaube ich, nach einem Tag schon, ja. Der war direkt wieder weg. Das war aber, nee. Doch, das war Promi Big Brother, genau. Ah ja, okay. Ja, gibt's denn Sendungen, auf die du dich die nächsten Tage, Wochen freust? Ich habe ja keine Zeit. Wenn du Promi Big Brother guckst, dann ist die nächsten zwei Wochen nichts anderes drin. Ich komme ja wirklich jetzt selber dadurch. Ich merke es ja schon, wenn ich jetzt einen Tag mal im schönen Bayern bin, ne, dann hänge ich ja direkt hinterher. So, und das ist dann, da gucke ich nicht viel anderes jetzt nebenbei. Hm. Also guckst du jetzt nicht am Montag dann direkt RTL direkt? Nee. Weiß ich auch gar nicht, dass das jetzt Montag schon losgeht. Ich habe davon gehört. Aber ich weiß auch gar nicht genau, was das ist. Das ist auch noch so eine Art weiteres Nachrichtenmagazin, ne? Genau. Ja. Nee, das gucke ich nicht. Da müsstest du dann die Besprechung mit jemand anderem durchführen. Das werden wir tun. Eventuell schon nächste Woche oder auch nicht. Ja. Das war ein lustiger und gut launischer Podcast. Ich will dich jetzt auch gar nicht weiter abhalten, Promi Big Brother zu schauen. Und man sieht hier jedes Jahr immer, dass es einfach nichts für mich ist. Aber es macht ja auch Spaß, mal jemanden zu Gast zu haben, der sich darüber freut und der vor allem auch zugibt, dass die Sendung mitunter auch ein paar Schwächen hat. Ja, natürlich, klar. Aber sie hat auch wahnsinnig große Stärken. Also gerade jetzt, wir haben ja diese Raumstation und den Planeten und sie haben jetzt so einen Raum geschaffen, der quasi der Armenbereich ist, der ist sehr, sehr, sehr klein. Der hat kein Tageslicht, die haben keine Uhrzeit und du merkst einfach schon, wie reduziert das Ganze ist und wie die Leute gebrochen werden mit der Zeit. Und psychologisch macht das großen Spaß. Leider gibt es keinen Live-Kanal. Ich habe es ja früher bei Big Brother immer so einen Live-Kanal und das hat ein Chef hat gesagt, ja, das ist wirklich eine fadenscheinige Begründung. Sie wollen keinen Live-Kanal haben, damit es nicht so unterschiedliche Zuschauerwelten gibt. Denn das ist ja bei Big Brother, siehst du immer den Vortag. Das heißt, wenn du Dienstagabend guckst, dann zeigen sie dir Zusammenschnitte von Montagmorgen bis Montagabend. Das ist ja so ein Zeitunterschied. Und wenn es dann Leute gibt, die rund um die Uhr gucken, dann haben die ein ganz anderes Big Brother. Aber genau das war früher mal das Tolle, dass man gegen Aufpreis ein ganz eigenes Big Brother noch hatte.
Aber und du könntest Join zum Erfolg führen. Ja, ich bin sicher, dass das in so einem Livestream hervorragend funktionieren würde. Das ist war ganz toll. Also, aber nur gut, egal. Das wäre noch so die Krone drauf. Aber was die Alte auch jetzt machen, und das ist auch toll, dass sie auch in der Sendung öfters einfach mal sagen, wir schalten jetzt live ins Haus und dann siehst du halt, was da passiert. Und wenn dann gerade eine riesen Eskalation ist, gab es jetzt auch schon, dann wird die halt gezeigt. Dann wird das nicht noch zusammengeschnitten und irgendwie später umgeändert. Das ist schon wesentlich echter und näher dran als die ganzen Doku-Soaps, die einmal die Woche laufen und vor einem halben Jahr aufgenommen wurden. Also Big Brother ist schon so ein bisschen mehr Event, finde ich. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Dankeschön, dir auch. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.